Hallo zusammen, es ist wieder Eventzeit in The Elder Scrolls Online. Diesmal sind die Feierlichkeiten der Unerschrockenen zurück. Das PvE-Spielevent, die Feierlichkeiten der Unerschrockenen, beginnt am Donnerstag, den 7. September um 16 Uhr und läuft bis Dienstag, den 19. September um 16 Uhr. In dieser Zeit können wir uns besondere Belohnungen und Ereignisscheine verdienen, indem wir uns in ein beliebiges Gruppenverlies von ESO wagen. Mit Beginn der Feierlichkeiten können wir Tamriels Verliese direkt über unsere Karte, die Aktivitätensuche oder jeden Verlieseingang betreten. Wir können auch die Einführungsquest Ruhm der Unerschrockenen kostenlos aus dem Kronenshop erhalten oder sie bei Serilet an jeder Enklave der Unerschrockenen oder an einem der Zelte der Impressaria starten. Jedes Mal, wenn wir während des Events an einem Tag zum ersten Mal ein Verlies abschließen, also den Endboss besiegen, verdienen wir uns eine ruhmreiche Unerschrockenen Belohnungstruhe als zusätzliche Beute. Von jedem weiteren Verlies-Endboss erhalten wir normale unerschrockenen Belohnungstruhen, die folgende Gegenstände enthalten können. Garantiert einen Gegenstand des Sets aus dem Verlies, in dem wir die Kiste erhalten haben. Garantiert etwas von folgendem. Eine zufällige Handwerksstilseite aus der Auswahl Orden der Emporstrebenden, Blutquellenschmiede, Karmsinschwur, Grauenssegel, Krallenhocht, Jäger, Gefährliche Alchemie, Eiskap, Masathun, Mondgrab-Tempelstadt, Schürwacht, Seidenring, Schuppenruferin, Silbermorgen, Hirsche von Senn, Silberrose, Dornlegion, Wahrgeschworene, Erwachende Flamme. 1000 Gold, ein Schlüssel der Unerschrockenen, ein Kronenreparaturmaterial oder eine Reitstunde. Die tägliche ruhmreiche unerschrockenen Belohnungstruhe kann jeden der obigen Gegenstände enthalten, zusätzlich aber auch einen der folgenden. Opalwaffenstil für Wachposten von Rekugamts, Velitret, Eisherz, Hochwärter, Nachtflamme, Schwarmmutter. Normale unerschrockenen Belohnungstruhen können wir uns auch durch Abschluss der täglichen Gewölbequest der Unerschrockenen verdienen, die wir von Bolgrul erhalten, der in jeder Enklave der Unerschrockenen auf uns wartet. Während des Events besteht beim Bezwingen des Endbosses in bestimmten Verliesen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe für Veteranen eine höhere Chance, die Stilseite für die Opal-Version der entsprechenden Maske zu erbeuten. Dazu gehören folgende Anführer und Verliese. Wachposten von Rekugamts, das ist in den Dunkelschattenkavernen 1, Velitret in der Wiege der Schatten, Eisherz, Burg Grauenforst, Hochwärter, Gefängnis der Kaiserstadt, Nachtflamme, Eldengrund 2. Besitzen wir die gewöhnliche Version von Monsterschultern, können wir die Opal-Variante dieses Stils bei den Unerschrockenen gegen Unerschrockenen Schlüssel eintauschen. Spezifische Opal-Stilseiten kosten 50 Schlüssel, während besondere Kassetten mit einer zufälligen Stilseite für die Opal-Version von Schultern für 25 Schlüssel erhältlich sind. Natürlich gibt es auch Ereignisscheine während des Events. Wir können uns während des Events pro Tag 2 Ereignisscheine verdienen, wenn wir zum ersten Mal den Endboss in einem Verlies besiegen. Seit Update 39 haben wir weitere Möglichkeiten, unsere Ereignisscheine zu beanspruchen, falls wir es aus irgendeinem Grund verpassen, sie beim ersten Mal zu erbeuten. Wir können während der Feierlichkeiten nur 2 Ereignisscheine am Tag erbeuten, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass uns unser täglicher Anteil entgeht, sind nun auf ein Minimum begrenzt. Die Impressaria hat diesmal für uns folgende Gegenstände dabei. Alle 3 Fragmente für die Blüte des hingebungsvollen Tänzers als Begleiter. Die ersten 2 Fragmente für das Kostüm Gewand des hingebungsvollen Tänzers
Das ist der Ballen Indigo Wolle und der Ballen Silberseide. Gebundene Stilseiten für Opalwaffen des Wachpostens von Rikugamz sowie Opalmasken und Schultern des Wachpostens von Rikugamz. Gruppenreparaturmaterial der Impresaria. Gildenempfehlungen für Gefährten. Der Assistent der Impresaria hat außerdem Folgendes im Angebot: Alle drei Fragmente für den unbeständigen Wandelstein als Begleiter und alle drei Fragmente für den Totenländer Feuerschreiter als Persönlichkeit. Weiter hat die Intrighändlerin Neno Laure Folgendes für uns im Angebot: Federn für den heranwachsenden Intrig, Bären für den Onyx-Intrig, Bären für den Moosherz-Intrig, den Ebenglühen-Intrig als Begleiter, den Setzling-Intrig als Begleiter. Das war auch schon alles zu den Feierlichkeiten der Unerschrockenen. Wenn euch das weitergeholfen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß und Erfolg beim Event, viel Spaß im Spiel, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.